love it when you're touching me. Yeah. I go crazy when you're touching me. Rio de Janeiro. In der Stadt der Strandschönheiten und knackigen Popos leben mehr als 6 Millionen Menschen. Hier hofft Walter aus Berlin, endlich seine Traumfrau zu finden. Denn der Reisekaufmann weiß aus Erfahrung, die brasilianischen Frauen sind etwas ganz Besonderes. Brasilien bedeutet für mich das Leben pur. Es bedeutet für mich Freudigkeit, Unbeschwertheit, Tanzen, Lebhaftigkeit, einfach das Leben genießen. Und damit Walter seine Reise wirklich genießen kann, soll ihm Partnervermittler Roland Rudloff bei der Frauensuche unter die Arme greifen. Ja, da ist sie wieder. Hallo. Hi. Ich grüße Sie. Walter. Guten Morgen. Pinguino, no Rio de Janeiro. Muito obrigado. In Rio. Muito obrigado. Ich habe gesehen, Sie haben ein schönes Wetter bestellt, oder? Ja, das haben Sie mitgebracht. Heute wird es wahrscheinlich 29 Grad. Was? Ja. Meine Güte. Können Sie sogar noch an den Strand gehen. Da fühle ich mich gleich ganz anders. Da würde ich gleich am liebsten Samba tanzen. Ja, das können wir ja noch machen. Das machen wir sowieso. Ganz anderes Leben. Das machen wir sowieso. Ja. Ganz bestimmt. Es liegt halt hier im Blut, wissen Sie. Bei mir kommt dann einfach der Südländer raus. Sind Sie bereit, die neue Liebe kennenzulernen? Ja, gerne, gerne, gerne. Ja. Ich habe natürlich auch wieder ein paar Geschenke dabei. Das ist gut, ja. Das ist fein. Brasilien ist das richtige Land für Walter, um seine Traumfrau zu finden. Er spricht ja sehr gut Portugiesisch. Und er ist auch so ein bisschen so, sagen wir mal, temperamentvoll. Also ich kann mal schon sagen, dass er ihr bestimmt jemand finden wird. Zurück ins 10.000 Kilometer entfernte Rio de Janeiro. Hier wartet Partnervermittler Roland Rudloff auf seinen Kunden Walter. Der Taxifahrer hat gleich gewusst, wo es ist, wo die Fischerboote sind. Es ist ja wie in Süditalien hier. Ja, kann man gleich reinspringen und losfahren. Ja, ja, ja. Also wie ich schon versprochen hatte, möchte ich Ihnen heute Abend noch ein paar Damen vorstellen. Oh, das ist aber sehr nett. Und das ist zwar keine so eine Einzeldate-Sache, sondern ja, das sind ein paar Frauen, die ich Ihnen gern vorstellen möchte. Ja, sehr gerne. Ich habe auch schon eine Kleinigkeit mitgebracht, aber Einzelrosen. Das ist kein Strauß, sondern es sind Einzelrosen, ja, das ist die okay. Ich dann übergebe, wissen Sie? Ja, das ist doch klasse. Ja. Wunderbar. Außerdem wollte ich Ihnen noch einen anderen Kunden vorstellen. Ja, wen denn? Ja, der heißt Dennis. Ach ja. Der ist auch aus Deutschland. Ja. Und der sucht auch eine Partnerin in Brasilien. Ja. Das hört Walter gar nicht gerne. Ich habe meine eigene Masche. Und so zu zweit Frauen nachzujagen, das ist sowieso nicht meine Art. Ist aber ein ganz netter Mensch. Dem kommen Sie bestimmt klar. Na ja, schauen wir mal. Ja, ich hoffe es. Auf mein Beste. Gut, ich war in Urlaubsstimmung. Es ging dann eh nicht zu ändern. Ich habe es auf die brasilianische Art und Weise genommen und habe es halt über mich ergehen lassen, sagt man mal so. Auftritt Dennis. Brasil! Da, 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 Brasil! Hallo. 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 Guten Abend. Hi. Hallo. Hallo, guten Abend. Ich bin der Walter. Hallo. Dennis. Hallo, Walter. Dennis. Angenehm. Naja, er ist vom Typ her nicht so gerade, dass er in die Liste meiner bevorzugten Freunde aufgenommen werden würde. Sind wir heute die Rosenkavaliere heute Abend? Ja, ich glaube auch. Wunderbar. Alte Schule. Ja? Ja, ich bin ein alter Gentleman und Kavalier. Und alles Kavaliere. Ja, und da muss man schon ein bisschen was. Ja, auf jeden Fall, ich auch. Ja. Das ist ja toll, dass wir verschiedene Farben haben. Da kann man ja so die Spuren so ein bisschen markieren bei den Farben. Und warum Frauensuche in Brasilien? Ja, also ich finde die brasilianischen Damen ja schon so sehr rassisch und ich finde das sehr, sehr toll. Und ich glaube, dass die brasilianischen Damen besser zu mir passen. Also ohne mich jetzt selber in den Vordergrund zu stellen oder zu egozentrisch zu sein, glaube ich, dass ich bei den Frauen besser ankomme. Ich würde ihm empfehlen, eine andere Brille zu wählen, denn die Brille steht ihm nicht so besonders gut. Sie macht ihn zu streng. Die brasilianischen Damen haben ja auch gerne was Junges. Okay, knackig bin ich jetzt nicht, als den Förster vom Spreewald da sitzen. Ich glaube, da sprechen wir schon dieselbe Sprache. Ja, ja. Ich glaube, da kann schon ein erfolgreicher Abend werden heute hier mit uns. Auf in den Kampf, Alter. Ja. So, ja.
Auch in Rio gehen zwei Männer gemeinsam auf Frauenfang, wenn auch eher unfreiwillig. Immerhin warten auf Walter und Dennis gleich drei brasilianische Damen. Hi, boa tarde. Walter, esse aqui o seu Dennis. Renata, Ana Cristina e a Katja. Das waren attraktive, nette junge Damen, die ganz locker und lustig drauf waren. Você sempre bate no homem, né? E você? Paixão acontece, né? Amor é para sempre. Totalmente. Leidenschaft kann passieren und sie ist ja für kurze Zeit, aber die Liebe ist für immer. Ja, das stimmt. Wohl wahr. Mas amor também pode ter paixão. Warte, Walter, was heißt denn auf die Liebe auf Portugiesisch? Vamos beber seu amor. Vamos beber de bababab. Amor, paixão. Ja, ich kann mir schon so ein bisschen blöd vor, dass die sich alle so regt am Unterhalten waren. Und weil ich war auch total überrascht, dass der Walter so gut oder überhaupt Portugiesisch spricht. Zu Dennis Glück räumt Walter aber erst einmal das Feld, um Getränke zu besorgen. He's a little bit old, a little bit crazy, but he's a nice guy, yeah? Ja, machen wir ein bisschen Stimmung hier, gell? Nossa, nossa. I see to see the Marta. I see to pay. I see to pay. Delícia, delícia. I see to see the Marta. I see to pay. I see to pay. Wir können Casanova aus Berlin. Also das ein Kokoswasser. Walter, ich habe das Gefühl, dass die Sterne es heute gut mit uns meinen. Ja. Doch Walter hat jetzt keine Zeit für Dennis. Schließlich sind Damen in der Nähe. Muito bem arrumada. Cheiroso, cheira, cheira. Você gosta? Nossa! Uma beleza. Liebe und Zärtlichkeit und Küsse und Sex ist in Brasilien etwas ganz Normales. Das gehört dazu, wie wirklich wie Essen und Trinken. Es kommt von der ganzen Atmosphäre hier, von der warmen Luft, von der Sonne, von der diese Erotik, die hier auch überall herrscht, am Strand und so. Und das ist etwas Normales hier. Yes! Gleich schießt er seine Liebespfeile. Doch dann kippt die Stimmung. Augenscheinlich ist hier etwas ganz und gar nicht in Ordnung. Nur was? Roland, können Sie mal herkommen, bitte? Also wie kann das sein, dass in meinem Profil steht, dass ich auf die Jagd gehe? Ich habe Ihnen nie gesagt, dass ich auf die Jagd gehe. Ja. Wen Förster siehst du ja schon aus, damit dann bitte. Da kommt doch noch eine böse Überraschung. Nämlich, dass auf dem Fragebogen von der Agentur, wo entweder ein Kreuzchen von mir falsch gesetzt worden ist und dann war bei mir aus Computerinteresse war auf einmal Jagen. Und dann hat die Katja gesagt, also wir hätten uns eigentlich gar nicht treffen brauchen, weil ein Mann, der auf die Jagd geht und Tiere tötet, der kommt für mich als tierliebende Frau nicht in Frage. Ich habe ja das gar nicht ausgesprochen. Yes, casa, casa. Der geht oft auf die Jagd, leider nur mit der Verjährung. Ich sehe es immer noch nicht. Yes! Was steht der exhibitionistisch veranlagt? Gehst du auch in den Swingerclub, Walter? Yes! Das steht da. Meine Hobby ist Interesse. Kann sein, dass du dir am Kästchen da geirrt hast. Es hat mich dann eine unglaubliche Überzeugungsarbeit gekostet, das wieder gerade zu stellen. Jetzt sind die extra gekommen, weil sie den Jäger aus dem Spreewald kennenlernen wollten. Hör mal. Ja, ist doch scheiße. Ja, du kannst aber mit denen in den Spreewald gehen. Das ist doch super, wenn die da drauf stehen. Dann machen sie einen auf Rotkäppchen, hör mal, und du bist der böse Wolf. Das habe ich gar nicht mehr gehört. Also ich habe gesagt, wenn ich was jage, dann jage ich Frauen. Aber auf klassische Art und Weise. Und ich erlege sie nicht. Ja. Die lassen sich bei mir gerne erlegen. So ist es ja. Ist der Unterschied. Zurück nach Brasilien. Ob der Abend hier auch so viel Romantik bringt? Karnevalsfan Dennis gibt jedenfalls sein Bestes. Doch ob das genug ist?
I'm finished with my playtime. Now I'm looking for my princess to build my castle. And I enjoy to look in your beautiful eyes. Ah, thank you. Realmente ele sozinho. É diferente o homem europeu do homem really? Yes. Brasileiro. You have makeup me to care. You can dance? Yes, come on. No. Oh, really? Come on. Come here, Leckerchen. Quando sei in mania dolore. Dance. Now we do together. Baila, 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 baila. Baila, baila, baila me, esta rumba ta guitarra. You're so beautiful. Pero no siempre cantaré, esta rumba ta guitarra. Und war natürlich auch sehr heiß, weil der Halbschlimm ich mir den ganzen Körper mir so an gut achte. Und ja, anstatt auf der kann man sich sehen lassen. Ja. Muito bonita. Você é uma mulher muito bonita, ele queria dizer. Obrigada. Danke schön. Und amor. Vor allem haben wir dann so ein bisschen die Runde aufgelöst und habe ich dann meine Auserwählten, der Schwarzhaarigen, gesagt, lecker schon, soll ich dich nach Hause bringen? Gesagt, getan. Hello, we must bring the princess in the house. It's funny. Come to this side, I come to the other side. Ja? Ciao. 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 Die Copacabana in Rio de Janeiro. Am bekanntesten Strand Südamerikas räkeln sich die Brasilianerinnen unter tropischer Sonne. Auch der 53-jährige Walter aus Berlin hat heute ein Date am Strand. Am Foto sah die Tanja ganz wunderbar aus, wie eine typische Brasilianerin. Dunkelhäutig, schwarze Haare, gute Figur und so. Und da war bei mir die Vorfreude auf das Date sehr groß. Werde ich also aufs Handtuch stellen und wenn sie das aufmachen, da sind so kleine Herzchen drin und die gibt es nur in der Apotheke und die machen Lust zum Küssen. Ah ja. Und das werde ich ihr dann so hinfüttern, wenn sie den Kopf hinzieht, dann werde ich es zurückziehen, bis sie hier an meinen Lippen ist. Und was hat die dann davon? Ja, dass ich sie küsse. Das sind meine Verführungstricks. Ah ja. Ja. Sehr interessant. Und das tut den Mund mit Zucker ausgleiten und macht Lust zum Küssen. Einen ganz starken, süßen Geruch. Ja. Danke. Bei Ihnen mache ich das nicht mit dem Mund, ja? Nee, das ist klar. Aber so geht es, sind Sie? Ja, ja. Jetzt müsst ihr gleich da sein. Und hier kommt die Glückliche, die 28-jährige Studentin Tanja. Da ist er ja. Na, alles noch sehr schön aus. Sie war zwar etwas stark in den Hüften, das habe ich vom Foto nicht so in Erinnerung gehabt. Aber es war eine sehr angenehme Erscheinung. Tanja? In dem Moment, wie sie den Mund aufgemacht hat, kam für mich die große Überraschung, dass sie da so eine Zahnspange trägt. Also habe ich gedacht, okay, Walter, machst das Beste draus, ein bisschen was geht immer. Aber da habe ich gleich gewusst, dass es für mich nichts ist, obwohl ich sie da noch nicht näher gekannt habe. Was soll's? Walter versucht trotzdem sein Glück. Du hast sehr schöne Ohrringe. Lindo, lindo, lindo. Seh. Und deine Haare sind auch sehr, sehr schön. Tenho uma surpresa aqui para você. O que você acha que é isso? Não sei. Vamos ver. São pequenas cores que a gente pode comer. Você quer comer? Não, engorda não. Diese Küsschen, da, die führen dann dazu, ich habe selber ausprobiert, war total überrascht. Irgendwie macht man diese Bewegung, damit sich diese Glucose im Mund verteilt und dann ist man schon fast beim Küssen.
Und ich habe ihr jetzt diese Herzchen hingehalten. Und wie sie dann mit dem Mund hingegangen ist, bin ich immer weiter zurückgegangen. Bis sie dann 2 Zentimeter an meinem Mund war und dann habe ich sie geküsst. Ein schöner Trick, um mit die Aura einer Frau einzudringen, und die Frau hat sich's auch gefallen lassen. Also, dann waren wieder die anderen Probleme plötzlich vergessen. Não, mas sem beijo, então. Hum? Sem beijo, porque eu fico com vergonha. Por quê? Sem beijo? É. Tá bom. Assim pode, né? Uhum. Que mulher bonitinha que você é. Você gostou? Sim. Wir kennen uns doch kaum und haben auch wenig miteinander geredet. Das fand ich sehr frech. Dementsprechend schnell ist das Date dann auch beendet. Muito obrigado, vielen Dank. Ciao. Ciaozinho, obrigado. Ciao. 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 Ah, tu sapato, deine Schuhe. Ciao, alles Gute. Ciaozinho. Na, ich wollte einfach ein bisschen schmusen und schauen, ob man vielleicht irgendwie auf anderem Niveau was machen kann, nachdem sie ja nicht so begeistert war. Ist ja so nicht viel rübergekommen in der Unterhaltung und so. Und habe ich halt einfach gedacht, mach das Beste draus und schmus ein bisschen. Und es war auch dann ganz lustig, muss ich sagen. Aber es hat halt doch irgendwas gefehlt.